Sportlerinnen. Heute gebe ich euch nochmal eine Anregung für ein Pilates-Workout für zu Hause. Bitte jeder trainiert nach seinem Level. Ja? Also übernehmt euch nicht, wenn Übungen dabei sind, die euch schwerfallen, macht eine Pause, setzt einfach aus. Übertreibt es nicht, denn wir können euch nicht vor Ort korrigieren. Ja? Macht es bitte sehr verantwortungsbewusst mit eurem Körper selber. Wir fangen einfach mal an. Nehmen eine hüftbreite Fußstellung ein. Dabei können die Zehenspitzen geradeaus nach vorne zeigen. Aber wenn ihr euch bequemer fühlt, wenn die Zehen ein bisschen nach außen zeigen, dann ist das auch okay. Ja? Richtet den Oberkörper schön weit auf und atmen erstmal zusammen tief ein und aus. Tief an und aus. Ein letztes Mal tief ein und aus. Sehr schön. Dann spannen wir das Powerhouse an, das heißt, wir ziehen den Bauchnabel ganz fest. Wirbelsäule und die komplette Bauchmuskulatur wird angespannt. Und dann schaukeln wir einmal auf die Zehen und auf die Fersen. Langsam. Jeder in seinem Rhythmus. Arme einmal richtig ausschwingen lassen.
langsam nach oben führen. Die Schultern bleiben tief. Bauchspannung aufnehmen und den kompletten Oberkörper wie einen Tisch ganz flach nach vorne ziehen. Die Hände zeigen dabei nach hinten. Blick zur Matte, Bauchspannung festhalten und langsam den Oberkörper wieder aufnehmen. Und noch einmal. Senken langsam die Hände Richtung Matte ab. Geh auf den Händen nach vorne. Die Fersen dürfen die Matte verlassen. Und wir kommen in eine schöne Plankenstellung. Halten einmal an. Bauchspannung ganz fest. Körperseite.
Zahl. Ihr könnt es natürlich 8 bis 10 Mal wiederholen. Und dann das Bein wechseln. Achtet bitte darauf, auch hier im Unterarm stützt, dass ihr nicht den Rücken durchhängen lasst. Haltet die Bauchspannung. Zehenspitzen anziehen und das Bein zur Körperseite führen und langsam wieder zurück. Okay, macht das auch ruhig noch 8 bis 10 Wiederholungen. Knie abstellen. Und dann kommen wir über den Sitz. Einmal noch in die Rückenlage. Eure Arbeit.